So, hallo, herzlich willkommen hier auf dem nordfriesischen Marsch mit mir, dem Zivi. So, hier auf Feld, was ist das, 64? Auf unser Wiesenfeld. Will er noch speichern? Ich habe einfach mal ein paar Minuten weiterlaufen lassen. Wir sehen hier, der auf Feld 78 ist so gut wie fertig. Ich hoffe, der hat noch 61, ist das hier. Hier sind wir am Vorgewende. Muss die Ballen noch wegpacken. Wir wollten heute ein bisschen was verkaufen. Wir haben ja Spanplatte schon in der letzten Folge verkauft, aber da war ja noch ein bisschen was. Spanplatten können wir noch nehmen. Ja, andersrum wäre schneller gegangen, um an Spanplatten dran zu kommen. Paletten. Gucken, ob wir jetzt alle drauf bekommen. Wie gesagt, ich bewege ihn ja nicht. Und trotzdem kann es passieren, dass eine stehen bleibt. Ja, diesmal hat es wohl geklappt. Dann machen wir Spanngurte dran und dann schicken wir dich mal zum Verkaufspunkt Baumarkt. Dass unser Konto ein bisschen gefüllt wird. Du bist eigentlich durch. Du kannst eigentlich zur Werkstatt rüber. Dürfte dich keiner stören. Hier sind wir einmal zurück. Kriegst du hier noch was rein? Ja. Nächste Stunde haben wir noch. Ah, und der wird auf jeden Fall fertig. Wir haben ja immer noch so ein paar Punkte. Ja, hier ist einer. Hinten ist einer. Hier vorne. Ich weiß nicht, ob wir die noch wegmachen sollen. So, hier wird Heu gepresst. Wir sammeln mal hier eine Ladung zusammen. Jetzt mehr. Komm. Ich jag euch alle weg. Ah, es bleibt immer wieder ein bisschen was stehen. Weg. Dann gehen wir zur nächsten Reihe über. Passt noch ein bisschen ein paar drauf. Und wir kriegen eine volle Ladung auf jeden Fall hier weg. Die beiden gehen, glaube ich, schon nicht mehr, ne? Nee. Einmal hier durch. Keiner entgegen. Welche Seite ist die Abladeseite? Da können wir ja so steuern. Ja, jetzt kriege ich. Ach, der Trigger geht noch bis hier hin. Okay.
So, der eine Bein bitte auch noch. Jawohl. Dann haben wir unser Heulager schon wieder gut gefüllt. Sollen wir hier mal selber sammeln lassen? Komm, die kann ja hier nicht passieren. Ja, wir müssen den Kurs mal hier. Job erstellen, Feldposition. Jetzt müsste es doch funktionieren, oder? Ja. Und 19 Ballen. Warum fährst du nur 1 km/h, bitte? Stehe ich jetzt nicht? Runter geregelt. Na dann. Dann müssen wir wohl selber sammeln. Ach so, vielleicht deswegen. Ich hatte kein Z gedrückt. Ja, jetzt passt es. Oh. Kommst du hier ein Stück raus? Ja. Können wir dich hier nämlich wieder anschalten. Und dann sollte das... Komm, zieh! So, jetzt passt es. So, der ist fast durch. Er wird auch nicht mehr voll. Er hat ja nur noch die 100 Meter. Du bist fertig. Dann können wir denen sagen, er soll auch zum Haupthof. Werkstatt. Sollte er hier nichts vergessen haben. So, er ist auch durch. Dann erstmal zur Werkstatt. Und dann schauen wir mal weiter, was du vielleicht noch fahren kannst. Fast durch. Warnpresse ist auch hinten dran. So, und hier können wir einmal abladen und gleich wieder zurückschicken. Oil Pellets können wir noch. Können wir sogar von der Pelletsfabrik holen. Es gab jetzt die Spanplatte an Kohle. Die müssen ungefähr gleich sein wie bei der... Ja, ein bisschen mehr. Fast 340.000. Ich glaube 330.000 hatte ich bei der USB-Platte bekommen. So, du bist schon durch. Kannst mal tanken noch. Sollte schnell gehen, jawohl. Dann können wir den Wender hier mal abstellen. Das Tor brauchen wir ja so gut wie nicht. Schon können wir hier erstmal an der Seite stellen. Wenn der ja mit
78 fertig ist, dann schnappen wir uns mal hier den... Ne, war das... Bitte den hinteren. Nehmen wir uns mal den Kalkstreuer hier zur Brust. Können wir da vielleicht mit zwei? Man könnte ja auch mit zwei fahren, ne? So, du bist... Dann lass uns doch mal den nehmen. Nach 78. So. Dann nehmen wir dich für den weiten Kalkstreuer und den anderen dann für den Überladewagen. Ich hoffe, ich habe noch genug Kalk, weil da wird mit Sicherheit einiges drauf gehen. Gut, Gott sei Dank hat Kalkfabrik noch produziert über Nacht. Und wenn nicht, müssen wir halt Kalk einkaufen. Hilft ja nichts. Weiß gar nicht, haben wir hier was im Lager? Besuchen. Ich meine, da hätten wir nur was reingefahren, wenn ein Kalklager voll wäre. Doch, aber 4000, das ist nix. Und hier drüben haben wir, glaube ich, auch nichts. Ne. Er ist durch. Er hat ihn fast schon wieder eingeholt. So. Aber da müssten ja noch Bahnen auf dem Feld liegen. Oder? Oder 15. Dann kannst du jetzt erstmal weiter. Nämlich hier drüben rüber. Kurs löschen. Kurs generieren. So, wir fangen ja da drüben an. Dann können wir gleich den Ballenpresse nachziehen. Dann kommt auch der LKW wieder in Schwung. Erster Wegpunkt. So. Du bist wieder hier. Was wollten wir holen? Ja, Heupellets. Die müssten auch da drin sein. Nein. Heupellets, okay. Paletten, okay. Oh, jetzt ist er nicht an.
Ich hoffe, dass ich die beiden jetzt gleich aufgeladen bekomme. Haben wir beide Baumarkt. So, der ist durch. Aber können wir hier die Arbeiten noch zu Ende machen? Ein bisschen was ist hier noch drin? Wegmachen. Ups. Was macht er denn jetzt? Also irgendwie, je länger LS auf dem Markt ist, desto komplizierter oder schwieriger wird das mit den Geräten. Da haben wir ja letztens gesehen, dass die auch so hoch gestanden haben. Achso, man sollte auch anschalten. Dann würde das auch weggehen. So, dann haben wir die Fehler behoben. Jetzt war einer noch hinten. Und zur linken Seite, glaube ich. Sehen wir wahrscheinlich jetzt gar nicht. Doch jetzt so. Da links und hier oben. Die Ecken könnten sauberer sein. Gut, dann fahren wir hier mal rum. Aber du kannst ruhig anheben. Dann sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Das ist nur wahrscheinlich der Ballon. Der nicht Schatten wirft. Wo ist die Sonne? Was ist noch so tief? Ja. So, an ist er noch, dann brauchen wir nur noch absenken. Sagt man vielleicht, naja, das ist ja nur so ein kleines Stück, aber bei dem großen Feld immer irgendwie wurmt mich das. Und hier hat er auch quasi als rund gearbeitet. Fisseln kann da ruhig stehen bleiben. So, und das hier kommt auch noch weg. Dann fahren wir mal rüber zur nächsten Ecke. Jetzt haben wir nur noch nicht den Überladewagen hier hochgeschickt.
Aber die können ja auch erstmal leer werden. Dann werden wir den Überladewagen dann immer auffüllen lassen und die Parkstreu bleiben hier auf dem Feld. Ist schon ein End hier rüber. Wobei, von mir aus sieht es gar nicht so schlimm aus. Wenigstens die Rundung nicht. Aber gut, wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir die auch mit. Ich weiß nicht, war der zu hoch? Hier hat er irgendwas ja gemacht. So. Dann ist die Ecke außer. Die Ecke unten war in Ordnung, nur hier zwischendrin war so ein Stück, was noch nicht so schön war. Kommen die ersten Bäume in Sicht. Kreuzfahrtschiff, was ist Kreuzfahrtschiff, so ein kleines weiße Flotte mäßig. Vielleicht eine Insel mit angebunden oder so. So, da sehen wir das Stück, was noch fehlt. Und dann können wir zusammenklappen. Dann sollten auch die Kalkstreuer hier sein. Ist das noch? Das geht wahrscheinlich nicht weg. Das ist wieder so ein Fehler im Feld, so ungefähr. Oder? Ach, guck mal, geht auch weg. Gut. Dann wollen wir den auf, doch auffüllen soll er noch. Haupthof. Geht alles zur Werkstatt heute. Oh. Achso, hier waren wir noch nicht, genau. Kommen wir da weg? Dann nehmen wir nochmal die Bahnen raus. Den Kurs löschen. Wir haben jetzt den anderen. Müssen wir uns gleich noch mal ranholen. Der sollte aber jetzt genügend Vorsprung haben. Ein fetter LKW. Ja. Was hast du denn hier gemacht? Mal hier zwischen. Ich glaube, das hier werden links ist nämlich die erste Reihe. Einmal einsteigen und kopieren. Übernehmen. Erster Wegpunkt. Ist okay. Sollte dann schnell weg sein, ja, passt.
So, er ist weiter am Sammeln. Das ist schön. Hier sind die Steine gesammelt worden. Die gehen jetzt erstmal Lagereingang. Werden sie abgekippt. Ja, du kannst erstmal zu 4. Dann machst du hier, räumst du hier mal den Platz. Ach, guck mal, der nimmt die auch noch weg. Also sollten wir den Ballenpresse gleich mal anhalten, sonst stehen sie sich gleich wieder gegenüber. Einmal Heupellets und dann bitte ab wieder zurück. Er füllt sich auf. Dich müssen wir anhalten. Oder wir brauchen hier nicht anhalten. Wir müssen ihn gleich nur sofort aufs zweite Vorgewende setzen. Machen wir hier mal der sollte ja gleich abbiegen, richtig? Ja. Den Weg zurück könnte er eigentlich fahren, also brauchen wir da gar nichts machen. Wie kommen sie sich hier in eine Quere? Ne, da ist er ja schon gewesen, genau. Biegt er jetzt ab aufs erste Vorgewende? Das passt doch. Oder das bisschen hier noch wegnehmen und dann fährt er die restliche Bahn halt leer. Fängt dann hier vorne an. So, er ist aber noch am Sammeln. Wir haben noch Platz. Wie viel haben wir noch? 2 Stück. Ja, der und der. Dann holen wir den mal aus und holen uns den einen Ballen. Können wir den LKW auch wieder leer machen. So, ich bin mal gespannt, ob wir hier noch alles reinbekommen oder ob der schon voll ist. Macht aber gut. Ne, da passt noch ein bisschen was rein. Wie viel ist jetzt drin? 1,8. Ja, wenn wir den gar nicht voll kriegen, also dann werden wir wahrscheinlich die nächste Tour auch noch mal voll machen müssen. Erstes Mal war Gras. Das ist jetzt Heu. Haben wir nur 2 Schnitte hinbekommen. Ballen dürften ja jetzt nicht im Weg liegen. An für sich nicht, oder? Du hast abgeladen. Gut, dann kannst du auch zur Werkstatt fahren. Du hast erstmal Pause, würde ich sagen. Aber du könntest dich nur auftanken.
voll betankt. Gehen wir mal rein. Schauen wir dich mal kurzfristig hier rein. Aber die Sämaschine kommt ja gleich auch, aber die kommt ja auf der anderen Seite. So, wir sollten mal zu 78 springen. Da dürften ja zwei stehen. Richtig? Ja. So. Hier ist 78 soll gekalkt werden. Dann machen wir das raus. Dann berechnen wir mal den Kurs. Zwei Vorgewände sollte reichen. Scharf. Fahrzeuge auf gleichen Kurs. 2. Feld generieren. Schauen wir mal, wie lange das dauert. Wollen wir auf jeden Fall heute noch losschicken. So. Dann kopieren für den anderen. Du fährst links. Lasst uns hier mal unten anfangen. Ich werde den nochmal generieren. Löschen. Das löschen. Kurs. Wir werden von hier unten anfangen. Wir werden jetzt sagen, hier Vorgewende. Sollte man auch generieren. Dauert einen Moment. So. Jetzt nochmal. Das ist links 1. Erster Wegpunkt. So, dann nehmen wir ihn. Der soll sich den Kurs nehmen. Der ist aber rechts. Erster Wegpunkt. Und starten. Die beiden gestartet und dann müssen wir nur noch den Überladewagen da oben hochkriegen. Kannst du auch fahren oder nicht? Du kriegst den ja auch weg, oder? Ist ja nicht ganz der Kleine. Sollte auch voll sein. Ansonsten 4000 hätten wir noch hier im Lager. Das ist voll. Und dann bitte zu 78. So, liebe Freunde, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr schaltet morgen wieder ein, hier auf der Nordfriesischen Marsch mit mir, den Stevie. Ciao, ciao.